Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Spieltag 3 German YouTube League fängt gleich an für mich. Gegen den Großen, den Größten von uns, René Brain gegen Victor. Spieltag 3 heißt Monotyp-Spieltag. Das heißt, wir müssten uns ein Thema aussuchen, ein Archetyp, der mindestens 15 verschiedene Karten beinhaltet. Und wir dürfen auch nichts anderes spielen, was halt irgendwie Staple wäre. Also kein MST, keine Barrieren, keine Maxi, keine Wähler, nichts. Das heißt, 40 Karten, pures Deck. Und ich habe mich dafür mein altes Lieblingsdeck entschieden. Samus werden gezockt. Six Samurai habe ich aufgebaut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es wird bestimmt übelst bocken. Und ich habe eigentlich nur Angst vor Raid Raptors. Wenn die irgendwie mit dieser Rank-Up da auf den 3-5er gehen, den man nicht zerstören kann, das wäre ekelhaft, davor habe ich Angst. Aber ja, René Brain ist da auch, glaube ich, mal ein richtig krasser Gegner für mich, weil er kennt sich mit vielen Decks aus, er hat Ahnung, was er da baut, was er macht und spielt halt auch öfters mal seine hier Sonntags-Locals mit verschiedenen Decks. Es könnte also richtig interessant werden. Wir werden uns im Skype unterhalten und wahrscheinlich uns zu Tode trash-talken, weil er seine Lavatasche, ich auch irgendwo und das war bestimmt ganz fetzen nachher. Ja, Viktor. Also, Kampfansage an dich, ich bin bereit. Der Cheyenne, der wird dich ärgern. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Match. Hier seht ihr erstmal mein Deck, was ich heute spielen werde im Tier 3 Format, im Fun Format Spieltag 3 gegen René Brain. Ja, ist halt ein Samo-Deck. Ja, muss ich auch nicht dazu sagen, ist extra, sieht halt lächerlich aus, aber gut, ich denke mal, es sieht bei jedem Teilnehmer so aus, dass man vielleicht gar keine spielt, vielleicht aber auch nur 3 oder 6 oder ich weiß nicht, wenn jemand die spielt oder Heroes könnten die mehr Fusion haben. Aber ich habe mich für Samus entschieden, ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber für mich ist halt die beste Wahl, ich fühle mich wohl damit, ich habe Spaß damit, hoffentlich. Und ich habe hier noch so eine Karte entdeckt, den, wie heißt der, Sheens Advisor. Der sagt halt aus, wenn er normal beschwören wird und ich einen offenen 6 Samur kontrolliere, deklariere ich einen Typ. Und solange die Karte auf dem Feld ist, können Monster von dem Typ nicht angreifen und auch nicht gespecialt werden. Könnte eine coole Side-Deck-Sache sein, falls er dann doch irgendwie mit Raid Raptors oder so ankommt. Problem an der Sache ist halt, der muss genormet werden. Und man hat ja meistens keinen Samur vorher auf dem Feld, also muss dann, weiß ich nicht, irgendwie schon ein Setup sein dafür. Na gut, jetzt geht's gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß und wünsche mir Glück. Ich will gewinnen. Ich will mein 3-0 machen. Da ist er, der René Brain. Hallo, mein Lieber. Grüß dich. Geht's dir gut? Hallöchen. Ja, finde ich schön, dass wir mal gegeneinander spielen. Letztes Mal haben wir uns ja verpasst. Da hast du, glaube ich, den Genau. Nedim übernommen oder so. Gegen den durfte ich ja noch spielen vorher. Genau. Da bin ich halt erst später reingerutscht. Aber dieses Mal haben wir es geschafft. Können wir gegeneinander spielen? Ja. Tier 3-Format, Fun-Format, Monotype. Monotyp. Ich glaube, das versteht. Ich weiß nicht, hast du bei dir eine Erklärung vor dem Video gesetzt? Ich habe eine Erklärung gemacht. Alles klar. Aber wir können es ja nochmal jetzt zusammen erklären. Ja, Also, klar. 15, wir brauchen einen Archetyp mit mindestens 15 Karten und sollen daraus dann ein Deck bauen und dürfen keine anderen Staples verwenden, richtig? Ja, wir dürfen nur Karten aus dem Themendeck, die bezogen sind, da draus. Und dafür haben wir als eine Richtlinie das Yu-Gi-Oh! Wikia bekommen. Da gibt es einen Support und Members, so eine Registerkarte. Da kann man sich dann die Karten angucken, die direkter Support sind zu diesem Themendeck. Und diese Karten dürfen wir dann spielen. Wir dürfen jetzt keine Staples spielen und wir müssen halt uns aus dem Themendeck bedienen, was es uns so bietet. Und es müssen halt mindestens 15 Karten sein. Kein Maxe, kein Wähler, keine Barriere, man keine kann ordentlich MSTs, durchziehen. keine Warnings, Genau. kein gar nichts. Also Aber natürlich auch. Ja. ich feier das Format jetzt schon. Ja, aber das wird schlimm, wenn du irgendein Bossmonster raus hast, was unzerstörbar ist. Da kommt da keiner drüber. Gut, wir sind bereit. Ja. Legen Und wir dann los. würde ich einfach mal sagen, starten wir mal den Shit hier. Ja, let's go. Bin ich mal Oh, gespannt. du spielst viel DevPro. DevPro, Leute nehmen immer Schere. Bei dir hat er irgendwas genommen? Ich habe noch nichts mal. Bei mir ist noch nicht mal irgendwas angekommen. Ja, na, weil ich gerade überlege. Ach so. Okay, ich hätte Gott. doch Schere nehmen sollen. Ja, das Problem ist halt, ich habe keine Ahnung. Ist es eigentlich besser anzufangen oder nicht? Ich habe mir schon überlegt, was besser sein könnte. Ich erzähle es dir dann nach deiner Entscheidung. Dein Extra-Deck ist nur 6 Karten. Meinst du 12? Ich habe doppelt so viel. Scheiße, Mann. Oh, doppelt so viele Win-Chancen. Was oh spielst du mein denn? Gott. Du spielst bestimmt Dedede. Oh Gott, ich lass dich mal anfangen. Ich habe ja nicht wirklich getestet damit. Ja,
Also mein Gedanke war auch, ich will einen Gegner anfangen lassen, weil eine Karte mehr in dem Format ist gar nicht so schlecht, denke ich mal. Ja. Haben wir hier einen kleinen Lag momentan, oder? Also bei mir startet es jetzt auch nicht. Schauen wir mal. Hast du schon ausgewählt? Ja, ich habe schon ausgewählt. Bei mir startet es nicht, ich sehe nicht mal meine Karten. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir ist heute quasi das Fenster dazwischen so, also kurz bevor es anfangen sollte. Genau. Was machen wir denn da? Ja, dann warten wir noch mal kurz. Und wenn da nichts passiert, ich guck mal kurz in den Netzwerkmanager, wird da überhaupt was ausgetauscht zwischen den beiden Anwendungen? Ja, Netzwerkkommunikation findet statt, aber ich glaube, das ist eher Skype. Ja. DevProfi ist leid und lebt. Ja. Ach Mensch, kein Spiel ohne Probleme. Ja, okay, aber dann. Das geht ja. Dann mach ich dir gleich nochmal eine Einladung. Wir starten wieder quasi von dem Punkt an. So ja. Wie wir es mit Eugen auch gemacht haben. Ich schließe dann nochmal und lade dich nochmal ein, okay? Alles klar. Alles klar. DevRoy, yay. So, Duellanfrage. Hat er. Wollen wir das dann so machen? Ich lasse dich dann einfach anfangen, ne? Ist egal was. Und dann gucken wir, dass es aber wenigstens startet. Und dann steigen wir von dort an. Ein. Hattest du nicht gerade Handgelenk? Es ist egal. Wir machen jetzt so, dass ich dich einfach anfangen lasse und von dort an machen wir weiter, weil wir haben es ja ausgewählt. Wir können es ja zusammenschneiden. Ja, gut. So. Jetzt sehe ich meine Karten. Ja, sehr schön. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Oh Gott, das hört sich schon falsch an. So, Skill Drain, Monarchen, keine Ahnung. Skill Drain Deck gibt's glaube ich nicht. Ein Drain Deck, wo du nur Drain-Karten, Fallkarten spielst, wo du 1000 bezahlen musst. Ja, aber bei meiner Starthand sehe ich gerade, ich habe was vergessen. Okay. Da bin ich mal gespannt, was. Also meine Hand hier, meine Leute werden sich wundern, so, okay, er spielt doch die. Und das ist Killer-Kombo hier. So, ich würde jetzt gerne noch eine spezielle Karte in der Hand haben, dann kann ich richtig ausrasten hier. So, ich habe jetzt erstmal ein Skype-Fenster weggemacht vom Bildschirm. Das ist, glaube ich, ganz solide. So, wie fangen wir denn da jetzt an, mein Lieber? Also, Timer nicht vergessen. Die Hand ist irgendwie schlecht. Hat das Format, glaube ich, an sich. Ich weiß nicht, will ich dir schon zeigen, was ich spiele? Oder? Mach Endphase. Bin ich dann tot? Ja. Was? Nein! Wo ist ein Kartikan hier? Ach komm, weißt du? Ich zeig's dir. Ah, oh, Samus. Okay. Das hat da natürlich eine sehr große Auswahl. Aber wenn das eine schlechte Hand ist, heißt das, du hast nur ein Monster oder was? Ja, du hast nur einen Sanji. willst du jetzt den Joe nutzen? Den will er nicht. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wenn du so viele Extra-Deck-Karten spielst, muss das doch die sein. Nein. Du wirst aber gleich sehen, was ich spiele. Ich habe das Maximum meiner Extra-Deck-Karten. Eine kann ich leider nicht spielen, weil sie banned ist. Ansonsten hätte ich 15. Das Deck hat eine Karte, die banned ist. Dann spielst du Chandol? Was? Nein, wer spielt denn sowas? Aber guck dir das mal an. Ich spiele etwas mit Scales. Hast du schon mal sowas Pendel gesehen? Oh, ich habe Carmon im Side-Deck. Ich wusste, die Karte ist gut. Nein, aber guck mal, was für ein Pendel-Deck das ist. Was ist denn das? Sephra oder Stellar Knights? Du spielst Stellar Knights mit Pendel? Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, wie mache ich das am besten? Ich will das natürlich auch nicht overextenden. Was ist das denn, overextenden in dem Game? Ich mache volle Möhre, ich pendel für 3. Krass, Mann. Guck dir das mal an. Ich geh richtig krachen, ey. Guck dir das mal an. Yeah, warte mal, was kann der, wenn der 1000 Pendel... Schaden. Nee, warte mal, das Pendel kann irgendwas. Es kann eine offene Karte wählen, die dein Gegner zerstört. Alter, ich kann richtig für dein Feld ballern. Nein. Das ist ja richtig nice. Geil. Und das sogar ohne D-Nap. wen möchte ich... Ich muss eine zerstören, glaube ich, ne? Eine andere. Das heißt, ich kann entweder eine Scale ballern oder eins meiner Monster. Ich glaube, ich wähle... da ich noch mehr davon habe, schieße ich den. Das ist der Sephra Turban, der den Effekt macht, ja. Ja. Das ist der Sephra Turban, ja genau. Der kann schießen, offene Karten und der Sephraxiton gesetzte Karten. Ja, stimmt, Mann. Ich hätte natürlich auch für Vatlamios gehen können. Das Problem ist halt, Triver ist jetzt, glaube ich, auch nicht so geil. Deltarosh Special doch aus dem Deck, oder? Für alle Leute, die sich jetzt wundern, das ist echt tatsächlich das erste Mal, dass ich ja wirklich Stellar Knight spiele. Ich habe das erste Mal einmal in Bochum mit so einem Decktauschduell gespielt. Ich glaube, von Fresh Zockt war das Deck. Habe ich so mehr oder weniger gecheckt. Von deiner Hand oder deinem Deck. Oh, das ist gut.
Ich glaube, das mache ich. So, das heißt, ich kann jetzt alle deine Ressourcen nehmen. Ja, super. Aber vor allem, dass ich mit dem Pendel Summon öffne in Stella, in dem Deck. Oh Mann, das sieht ja schon wieder nicht gut aus. Warte mal, er kann auch nur zerstören, wenn du ein anderes Deck Samurai kontrollierst und du das, wenn es selbst angreift, oder, Sanji? Ja, der macht gerade nichts. Und dann gibst du noch das hier, guck mal, Killer-Ausrüstungskarte. Was? Weißt du, ich habe mich gerade gefreut, wenn ich einen Großmeister ziehe, dass ich mit dem Geist und dem Großmeister auf 2-6 komme. Und ist unaffected by everything. Ja, Leute, ich muss mich mal kurz erklären. Der Angriff von Victor war zu krass. Der hat deinen Router direkt durchpierst und deine komplette Internetleitung zerstört. Auf einmal war ich komplett raus und musste hier erstmal PC neu starten. Hat nicht funktioniert, war immer noch offline. Und dann musste ich meinen Router neu starten. Und na gut, hat das erste so gewonnen. Und ja gut, ich hatte jetzt auch ein Monster, das halt nicht durch Karteneffekte zerstört, effektet ist und halt floatet, ja, und alles. Also das war schon ziemlich fair. ja, also Side-Decking kann ich bei mir schon mal sagen, ich habe keine Ahnung, was ich da sein soll. Mein Main-Deck, also mein Themendeck bietet mir nicht viel. Ich glaube, wenn du hier nochmal auf Pendel-Action gehst, dann sind die Kamons ganz gut. Oder? Ich hab keine Ahnung, was die überhaupt können. Ich glaube, das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Das Deck. Ja, ich glaube, ich bin so zufrieden. Ja, was mache ich? Ich bin schon mal fertig. Uno Momento. Ja. Ach ja, stimmt, dein Deck hat ordentlich viel Support. Dann hat meine ordentlich Side-Deck-Options. Naja. Warum eigentlich nicht? Ah, du spielst auch Krieger, ne? Welche waren das? Weil ich habe diesen Sheen's Advisor, weißt du? Der sagt, wenn er genormelt wird, sage ich einen Archetyp an und der Monstertyp darf dann nicht mehr angreifen und nicht gespecialt werden. Aber dann kannst du es ja selbst auch nicht mehr. Richtig, das ist gerade das Problem. Du hast noch 30 Sekunden, also überleg dir, ob du dich selbst rauslocken willst oder nicht. Ach man, keine Ahnung. Ach komm, das wird eh nicht zum Einsatz kommen. So, jetzt darfst du mal anfangen, dann kann ich dich überrennen. Ach was. Oh, der Anfang ist Baba. Moment mal. Der Anfang ist gar nicht mal so uncool. Ich kann wieder Pendel-Action starten. Vor allem was Alpha ist so schlecht, Mann. Die ruppt mich raus. Das wird wahrscheinlich ein lockeres 2-0 für dich. Ich wundere mich, dass ich jetzt mit Scales öffne. Ich habe noch nie mit Scales in diesem Deck eröffnet, dass die jetzt auf einmal alle kommen. Das ist so verwirrend überraschend. Verwirrend. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie macht man das denn mit diesem Deck eigentlich? Wenn ich das jetzt ich hoffe, ich kill dich schon wieder gleich dann. Ich hoffe auch, dass das diesmal durchläuft, aber shit, ey, du hast hier wirklich kleines und großes Skill. Und er hat den, Das wäre halt komisch, wenn das Deck halt keine Scales hätte. Das wäre halt richtig merkwürdig. Ja, es gibt nur Low Scales von Stellar Knights. Moment mal, ich glaube. Ja, das wäre halt dämlich, wenn sie halt in ihren eigenen Sephra-Themendeck halt irgendwelche Scales packen, die halt für das eigene Themendeck nicht supporten können. Die Scales sind alle groß. Die ja, das natürlich. Das hätte es natürlich sein können. Oh Gott. Dann findet er nur eins, dann hat er auf jeden Fall eine Alpha und noch eine andere. Natürlich habe ich immer Alpha-Starter und das ist safe. So broken kann es nicht immer sein. Stell dir mal vor, die ganzen Stellar Knights wären alle Pendel. Und du kannst sie alle jede Runde wiederholen. Jede Runde Deneb, jede Runde Alter ihr. Warte mal. Was steht bei ihm? Alle Monster auf dem Spielfeld. Bla bla bla. Kannst eine Karte abwerfen. Geil. Okay, dann machen wir das so. Das machen wir normal. Das ist der Armageddon-Ritter, ne? Jojo. Dann versuchen wir ein paar Karten zu millen, die wir vielleicht nicht ziehen wollen. Zum Beispiel das da. Ja, ich wollte schon sagen, pack den Allsam rein. ich habe halt einen Allsam so als Tag. Ja. Dann machen wir. Das ist doch der Neue, was macht denn der überhaupt? Ich kann quasi Deltaros oder Triver specialen, direkt auf ihn overlayen, indem ich eine Karte abwerfe und Xyz-Material detache. Und damit kann ich First Turn quasi Triver machen und dir direkt eine Handkarte abwerfen. Das ist ja gar keine Alpha. Once per Turn. Die ist quasi mein Call of the Haunted in dem Deck. Was? Also, die macht halt nur von der Hand, ne? Aber das ist besser als nix. Ich kenne die gar nicht. Nein! Nein! Doch, der muss weg. Und vor allem 2-5 Death, das ist schön gegen Sheehan, so. Komm mal durch.
Okay, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die ist mit den Duelist Alliance rausgekommen. Bloß spielt die halt keiner, weil ja. Wer will schon von Hand Special? Ich glaube, ich übergebe an keine dich. Alpha. Oh, krass. Die Scales musstest du auch fahren. Das wäre Overkill. Ja, komm. Ich hab ja schon mit Scales und mit DNAP angefangen. So, wie mache ich das jetzt weg? 2-5. Ja, es ist lächerlich. Ich ziehe nichts gerade von den Zauberkarten. Ich habe 5 Monster auf der Hand. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele. Ich weiß, dass sehr viel Reborn-Power das Deck hat. Sehr viele Reborn-Karten. Eine mit einem Special, eine mit 2 Specialen. Sehr viel Synchro-Action machen kann. Aber du hast halt nur den Sheeran Xyz und den Sheeran Synchro. Ja, aber ich dachte, das reicht aus. Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn Sheeran liegt, First Turn, also dann da drum kommen, ist schwierig. Das ist echt krass. Ich kann jetzt den holen, den. Naja, ich komme nicht über die 2-5, ist echt unglaublich. Hä, normalerweise, der kleine Sheeran, der 2000er Xyz Sheeran, der kann doch irgendwie sich buffen oder was? Der geht doch auf irgendwie Attack drauf. Meinst du jetzt den Xyz, ja? Der kann nur ein Samu-Monster, was unter 2000 Angriff hat, auf 2000 pushen. Der ist rechts. Das heißt, du kommst überhaupt nicht über 2-5 rüber? Ne, ich komme halt mit dem Geist rüber oder mit Sanji halt durch seinen Effekt. Ja, aber hat man beides nicht. Ja. Naja gut, du hast ja noch ein paar Turns. Das heißt, der Driver alleine chillt ja jetzt erstmal. Yeah. Wow, das war's. Was soll ich machen mit 5 Monstern? Dann discarden wir dir mal wieder eine. Na klar. Kisan. Moment mal, ist das once per turn der Discard oder kann man den öfters benutzen von ihm? Einmal pro Spielzug kannst du nächstes Mal treffen, diese Karte abhängen, dein Gegner legt eine zu viel Karte von seiner Hand auf den Friedhof. Wow. Ich dachte, das Deck wird so sacken, weil du irgendwie jetzt Cosmo spielst oder so und ich komme niemals über ein Schiff rüber oder so. okay, das läuft besser als gedacht. Okay, ich hab wieder Scales übrigens. Ja. Das ist auch ganz gut. Die kommen ja immer wieder zurück auf die Hand. Das heißt, ich brauche nicht mal mehr Normal. Normal ist für Anfänger. Ja, und ich hätte jetzt so viermal Normeln wollen. Ja, so muss man das Deck spielen. Rigel ist eh egal, weil der wird eh gleich zurückgebounced, höchstwahrscheinlich. So, dann machen wir nochmal. Ja, nee, die Synergie ist dann doch viel stärker als so ein altes Samu-Deck. Naja. Obwohl das Samu-Deck viel mehr Searcher hat. Es hat ja Smoke-Signal. Das Deck hat ja kein Smoke-Signal. Das muss auf DNA basieren, sonst kannst du gar nichts zum Searchen. Ich muss auch alles naturell ziehen. Oder halt irgendwie über die Xyz-Monster irgendwie bauen. Wen will ich denn haben? Ich glaube, der ist ganz gut, habe ich gehört. Dass du mir jetzt den Kisan weggenommen hast, ist natürlich auch ärgerlich. Also du hast die zwei Besten getroffen. Die Frage ist jetzt, mache ich Deltaros und schießen die und behalte einfach meine Monster oder mache ich jetzt einfach wieder einen Triver, bounce den anderen Triver zurück, bounce alles wieder zurück und schmeiße wieder eine Handkarte ab? Das ist die Frage. Will ich hier was in der Hand angreifen oder auf dem Feld? Aber im Endeffekt könnte es ja auch sein, dass ich das, was ich zurückbounce, einfach nur discarde. Das ist wieder das gleiche Ergebnis. Ich glaube, ich gehe für Damage diesmal. Das ist besser. Ah, verdammt, dann hätte ich. Nee, mit Trigle hätte ich eigentlich den Triver targeten können, aber dann hätte er sie, glaube ich, in der Endphase auf dem Friedhof gelegt worden. Ich habe keine Ahnung, was die Karten wirklich so richtig machen. Das ist der Kamon. Was macht der? Du kannst auf eine Zauberkarte zerstöre sie. Okay. Und Yaichi kann doch auch Spell and Traps. Der kann nur gesettete. Ah, okay. Deswegen war er besser, weil meistens halt Spell and Traps gesettet waren anstatt offen. Ne? Deswegen noch weniger Kamon, mehr Yaichi gespielt, glaube ich. Und ich dachte jetzt halt gegen die Pendel-Action von dir vielleicht mal um Scale schießen, aber naja. Ist auch gut gegen die Trap hier, gegen diese Celestial Aura, weil die offen ist. Wäre einfach zu schön gewesen, hätte ich jetzt irgendwie mal irgendwas, um was dagegen zu sein. Ich glaub, kritisch war schon das Abwerfen des Kagamushas, oder? Kann ich mir vorstellen. Der hat mehr gestört jetzt, ja. Aber egal, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich weiß zwar nicht, was jetzt noch kommen könnte. Der braucht ein Xyz-Material, oder? Um zu triggern. Gib alle. Solange die Karte Xyz-Material hat. Okay, dann ist es egal, dann kann ich auch das machen. Was kommt denn jetzt noch? Ach, Blob. Ich habe mich schon gefreut. Das ist der letzte der 3. Komme ich gerade noch so, aber nö. Ja, das ist der letzte im Bunde, weil Patelomeus kann man ja nicht spielen, der ist ja banned. Das ist der letzte, sonst wäre das Extra-Deck voll. Und es fehlt halt noch ein Inside-Deck. Wie können wir denn jetzt was machen? Können wir noch irgendwie was retten? Hm.
wenn Dings erlaubt wäre, wenn Gateway erlaubt wäre, könnte das Deck deutlich mehr machen. Mit Gateway würdest du abrocken, weil das Ding kann 500 pushen und alles, das wäre richtig gut. So, wir können jetzt den normen. Und dann können wir noch einen specialen. Die Frage ist jetzt, wollen wir den oder den specialen? Ich frag mich halt, ob du diesen Inishi oder so spielst, diesen Sheen's Corn Canceler, der hat doch auch so einen Bounce oder das Störungseffekt und so. Die haben also einige Effekte hast du ja. Kommen, aber was bringt mir das einzubouncen? Aber vielleicht. So. Okay, weil der will mal jemand meines Case ballern, oder? Naja, wenn ich ihn schon wurde. aber jetzt ist nicht? Halt die Frage, low oder high? Bisher hast du beide nur gesehen, also ist es egal momentan. Ich spiele halt beide auf 3, ne? Ja, ist klar, damit ich halt fürs Geld habe. Wenn du den jetzt nachziehst, kannst du aus dem Extra-Dex pendeln. Ja. Oh Gott, das sind Satella Knights, was ist das? Oh, Asceticism. Ja. So, jetzt ist die Frage. Okay. Ach, kacke, du kannst ja auch den Vierer, der bouncen kann, during Eva Players Turn. Mhm. Aber der geht halt in der FS kaputt durch Askese, ne? Und ich kann den auch nicht wirklich verwerten. Ach, deswegen war der Kiesern gut, so hättest du overlayen können. Dann hätte ich noch den anderen. Aber ich glaube, ich baue es dir ein. Ja, das musst du, glaube ich. Ich glaube, du willst den Deltaros loswerden. Ich könnte den Kamon wählen und dann kann ich den 1-5er, den Mitsuchi oder so, oder China, ich weiß gerade nicht, einen von beiden. Und der kann halt auch eine Karte zerstören. Aber naja, zerstören willst du Deltaros auf jeden Fall nicht. Den willst du lieber bouncen. Den Diamond, den kannst du. So, und jetzt Moment ist erstmal gut, dass du. Warte, der ist jetzt auf 2-2. Reicht da? Naja, komme ich überhaupt nicht rüber. Ist ja traurig. So. Tja. Okay. Diamond war nur gegen Finsternis Monster, schade. ja, tschüss. Und der Sambo, der Inishi hat auch nicht mal den Effekt, wenn er zerstört werden würde, dass ich einen anderen nehmen kann, ne? Sagen du zwei oder mehr kontrollierst. Also geht der jetzt einfach kaputt, weil ich nichts weiter machen kann? Weiß ich nicht. Nee. Es geht ja der mit Askese angezählt wurde. Oh, krass. Okay, stimmt. Ach, nur der. Okay. Ja, jetzt hast du einen Bounce in deinem Spiel zu. Oh, come back. Okay, aber das kann er nur machen, wenn du zwei kontrollierst, weil ich kann den Effekt nicht ganz runterscrollen. Ich glaube, das geht nur, wenn du noch einen weiteren hast, dass er sich schützt, oder? Weil da steht, du zwei oder mehr auf eine. Dann kriegt er den Push von 500. Oder wenn ich einen anderen. Ja, warte. Ich will Kontrolle NASA Face Up Six Summer. Also ich kann den jetzt aktivieren, weil ich habe noch zwei drin. Ja, das mit dem Bouncen, genau. Das den Push kriegt er bei zwei. Aber der Push ist gerade egal, der Bouncer ist viel geiler, Mann. Und warum ist eigentlich dein Extra-Deck? Achso, nee, da ist ja wieder das Monster reingegangen. Ich dachte schon, der wäre weggegangen. Ja. Das geht ja mal durch den. Wow, das ist echt ein Comeback-Play hier gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Du kannst bouncen. Ich glaube, ich zwinge dir den Bounce auf. Damit zwinge ich dich ja mehr oder weniger. Ich bin beide losgeworden. Hätte ich nicht mehr gedacht. Ja. Los, ich will das 1-1. das würde ich nicht zulassen. Das wäre sonst traurig. Ich glaube, ich suche mir den ich am wenigsten will. Ja, ihn hier. Prokion. Der ist okay. Das ist Graceful Charity. Du wirfst eine ab und ziehst eine Karte. Die Frage ist, eigentlich könnte ich die auch beide bouncen. Weil das Ding ist halt, nur noch kann er sich so schützen. Wenn du wieder einen Grave kriegst, nervt das. Und du hast halt deutlich weniger Special Summons aufs. Gott, mach ich jetzt Triver gleich oder mach ich Delta raus, ist die Frage. Das ist die Frage. Lass es am besten. Der ist auch gut. Mann, ey, ich will nicht schon wieder so ein Exit gegen mich haben. Ich kann aber dir auch noch eine discarden dann. Und dann habe ich noch ein Monster in der Hand, weil meine Scale wieder zurückkommt. Und ich muss dir. Ja, doch. Wir machen es so. Wir geben der Triver. So. Jetzt komm schon. Den richtigen. Nein! Was, Geist? Okay. Okay, das heißt, du musst jetzt gleich. Und jetzt schütze ich mein Monster so. Fuck this thing. Jetzt bin ich unaffected by everything. okay, Endphase. Aber du hast mein Kamon vergessen. Ja, ich weiß. Aber der braucht erstmal einen anderen Samu auf dem Feld.
Das ist ja schlecht. Ja, ich habe jetzt natürlich das geopfert, dass ich jetzt halt kein Dings mehr gesucht habe, kein Altair, deswegen habe ich kein Altair-Play mehr. Schlecht, ey. Falls du das durchkriegst, dann also wenn du da durchkommst, dann bist du wieder richtig gut dabei, dann bin ich am Topdecken. Come on. Ah. Oh, Grandmaster, okay. Okay, jetzt will einfach nur schießen. Der Karma ist gut. Six, der gibt nur zurück, wenn er durch Karteneffekt zerstört wird, ne? Ja. Okay. Ja, aber das Schlimme ist, ich bräuchte noch eine Nomi-Summon, damit ich was machen kann. Ja. Yeah. Naja, egal. Dann dein Zug. Also irgendwie ist das Samu-Deck zu passiv. Statt Grandmaster wäre jetzt besser gewesen, wenn du nochmal ein Dings gezogen hättest. Wie heißt der hier? Der Kagiki, glaube ich, ne? Weil dann hättest du direkt ihn nicht wieder von der Hand feiern können. Ja, aber hätte ich halt nur einen im Friedhof gehabt. Ah, das stimmt. Ich kann recyceln. Das ist schön. Aber erstmal discarden wir dir. Nicht den guten. Ja, und jetzt spielen wir die beste Karte des Decks eigentlich, die auch ziemlich gut ist, deswegen spiele ich sie, ja, Sirius. Ich glaube, ich sollte mal mein X. Nee, warte mal. Einmal muss ich ein paar Altairs wieder drin haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Der Denep kann drin bleiben. Und ich glaube, ich packe mir einfach alle Xyz-Monster wieder zurück. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. So. Zack, 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 zack. Blopp. Oh, Moment. Sie hat irgendeine bestimmte Einschränkung. Falls du dies tust. Die kannst du kein Monster außer. Okay, gut, ich spiele nur Sternritter-Monster. Ich kann nichts anderes spielen. Mein Deck erlaubt es mir nicht. Ach, das so. War's. Ja, die hätte ich auch spielen können. Die Gerissenheit, weißt du? Der Samus. Das ist ja sowas ähnliches. Aber dachte ich mir, nee. Mhm. Macht in meinem Deck nur minus 1. Aber. Doch. Ich komme jetzt ja halt noch nicht über deinen Samu rüber. Ich will jetzt auch beide nicht zerstören mit Deltaros gleich, weil das Problem ist halt, du kannst immer Dings triggern dann. Den Grandmaster, dann kannst du wieder was recyceln, das will ich dir nicht geben. Oh, Prokion sieht auch sexy aus. Oder Alzheim. Oh, warte mal, kann ich dich burnen und dann gamen? Das wäre gut. Einfach burn. Wäre, glaube ich, nicht gegangen. Weil der muss ja in Death kommen, oder? Ja, kann er auch in Angriff kommen durch Alter? Ja, er hat auch nur 1000 Attack und dann komme ich halt immer noch nicht rüber. Das wären 2-7, wären 3-7 Schaden, der hätte gereicht. Ah ne, der Kamon liegt ja da noch. Ne, gut. Ich glaube, wir machen das. Ich hab ja keinen Pendel-Summon. Oh, ich hätte mir das Scale suchen können, aber dann hab ich ja nichts mehr zum Ausspielen. Attack-Mode. Jetzt liegen da schon wieder so starke Viecher. Ich hab gar nichts mehr. Ich bin so überrascht, dass der tatsächlich so gut läuft. Wow. Ja, was soll jetzt noch kommen? Ich glaube, das war's. Jetzt habe ich so viele tote Zauberkarten drin, die einfach gar nichts machen. Mach ich jetzt noch einen Deltaros? Ich glaube, ich lasse mir einfach den Batanius erstmal. 2-6 ist schon ziemlich lange. Gut. Ich gebe ab, keine Sorge. Naja, das Deck am Topdecken ist schwierig. Deins. Ist deins. Ja. Ach Mensch. Ja, war, glaube ich, keine gute Deckwahl von mir. Ich hatte halt Bock, das Deck zu spielen, aber ohne den Support drumherum wie Soul Charge und so, kann das anscheinend nicht viel mehr machen. Ja, Soul Charge ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, Rotar und halt einfach auch die Traps, die ein bisschen mehr dem Deck halt den Griff geben, mehr oder weniger. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Na gut, dann finde ich meine erste Niederlage. Aber nee. Oh. Ich wusste ja, das wird kein einfaches Spiel gegen dich. Und. Ja. Wir haben nur 2 Kriegerdecks gespielt, was ziemlich cool ist. Ich bin gespannt, was die anderen so spielen. Da waren so viele Decks, Deckmöglichkeiten, die man hätte spielen können. Komm, ich habe einfach alle 3 Satellas auf dem Feld. Da gab es so viele Möglichkeiten. Cosmo zum Beispiel, die sieht, glaube ich, ganz lecker aus. Ich glaube, die haben auch gerade so 15 Karten und so einige andere Decks. Blackwings sind ja noch krasser als dein Deck vom Support her. Das ist ja 60 Karten oder so. Und der Künstlerkumpel, glaube ich, die haben auch so viele. Oh. Na gut. Ja, gut. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ging eigentlich viel zu schnell, Mann. Ja, das erste Game war sehr, sehr schnell, aber das ist auch abgebrochen. Technische Schwierigkeiten. Wir versuchen das halt die nächsten Videos mal ein bisschen klar zu kriegen zwischen uns allen Teilnehmern. Das passiert ja bei dem einen oder anderen momentan. Das teilweise an Deathpro, teilweise am Internet, teilweise an den Angriffen von René Brain. Ja, Deltaros too strong. Ja. Naja, gut. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg, viel Spaß in der Liga.
und sonst noch irgendwas zu sagen? Nö, es hat mir Spaß gemacht, mit dir mal zu spielen, weil wir hatten ja letztes Jahr nicht die Gelegenheit dazu, bisher, glaube ich, zum 9. oder 10. Spieltag ist dazugekommen. Ja. Freut mich, dass du jetzt dabei bist und dein Vorgänger quasi, den du übernommen hast, dass ihr beide mit dabei seid und dass ich gegen euch beide nochmal spielen kann. Und das war das erste Mal, dass wir überhaupt gegeneinander gespielt haben, oder? Jetzt werde ich auf jeden Fall kandidieren für eine Rückrunde, weil das 2-0 lasse ich nicht auf mir sitzen. Also, aber ich glaube, beide Decks waren relativ, glaube ich, ich glaube, Fixstern-Ritter sind jetzt nicht so viel overpowered, gegensatz zu Samurai. Es ist jetzt nicht so, als ob ich wirklich jetzt mit so richtig krassen Mega-Combo-Deck angekommen wäre. Game 2 habe ich, glaube ich, zu krass gezogen, einfach, dass ich direkt Scales plus Denep hatte. Ja, Game 1 habe ich einfach alles gependelt, das hat irgendwie geklappt. Ja. Und das hat gebrickt. Ich bin mal gespannt, was die anderen spielen. Ich auch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Dann, ich hoffe, das hat den Zuschauern gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's dann hier von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 0-2 verloren gegen den Victor. Das hat er die stärkeren Krieger gespielt. Stellar Knights einfach too strong against Samurai. Aber ich bin ja nicht mal auf den Synchro-Lag-Seed gekommen. Das ging ja gar nicht. Also, René, ich ziehe meinen Anglerhut vor deinem Cappy. Hast du gut gemacht. Tja, und ich habe jetzt gesehen, ich muss mal ein bisschen mehr Zeit investieren in den Deckbau. Das war halt dann doch zu spontan. Wir haben danach noch eine kleine Auswertung gemacht, dass ich hätte vielleicht noch einen dritten Elder spielen können oder halt die Falle, die einen zurückspecial, damit ich halt mehr Monster aufs Feld bekomme, damit ich meine Effekte mehr durchsetzen kann und halt auch mal dann vielleicht auf den Synchro oder Exit kommen kann. War nicht so der Fall, aber gut. Hier stehe ich 2-1, immer noch positiv. Spieltag 3 ist durch. Damit haben wir jetzt eine fünfte der Liga geschafft. Nächste Runde ist wieder Tier 1 dran und ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Arzt jetzt out.